Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um Aktien insbesondere mit steigenden Gewinnen, um steigende Dividenden zu kassieren und auch sich über Kursgewinne zu erfreuen. Es gab eine Abstimmung über Unternehmensanalyse und wir gucken uns in diesem Video SAP an. SAP hat das Rennen gemacht in der kleinen Abstimmung und vorher aber noch ein Disclaimer. Ich denke, der Hinweis ist angebracht. Ich mache mir meine Gedanken, aber ich habe keine Glaskugel und ich mache auch Fehler. Das heißt, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass nur weil ich zum Beispiel eine Aktie gut finde, das auch heißt, dass diese Aktie in Bälde steigen wird oder dass sie überhaupt steigen wird. Und mit dem eigenen Geld sollte man sowieso vorsichtig umgehen und es ist immer gut, wenn man sich eigene Gedanken macht. Insofern war das der kurze Risikohinweis. Dann steigen wir mal mit SAP ein. Ich denke, was SAP macht, das weiß wahrscheinlich jeder. Unternehmenssoftware. SAP ist keine ganz kleine Firma, hat rund über 80.000 Mitarbeiter, hat über 340.000 Kunden, natürlich Unternehmenskunden und ist eine große, solide Firma. Wenn wir uns jetzt einfach mal SAP im Aktienfinder anschauen, dann gucken wir zunächst einfach mal kurz auf die Kennzahlen, weil anhand der Kennzahlen kann man bereits erkennen, ob die Aktie qualitativ hochwertig ist oder nicht. Und zwar, wenn wir hier diese grünlichen Spalten uns anschauen, die haben ja alle irgendwas mit Profitabilität zu tun. Und da wichtig diese ganzen Stabilitätsspalten. Und was man hier bei SAP sieht, das ist eine ziemliche Seltenheit. Denn nicht nur ist die Stabilität hoch, also 1 wäre das Maximum, sondern sie liegt überall beim gleichen Wert. Also Stabilität des bilanzierten Gewinns liegt bei 0,97. Stabilität des operativen Cashflows ebenfalls und beim Umsatz ebenfalls. Und wenn wir uns die Dividenden angucken, lustigerweise, dann haben wir hier den gleichen Wert. Also ich glaube, das gibt es nicht so oft, habe jetzt nicht explizit gesucht. Also wir haben hier eine ganz stabile, positive Unternehmensentwicklung. Das ist schon mal sehr positiv aufzufassen. Und dann haben wir einen kleinen Wermutstropfen, während der bilanzierte Gewinn, also der ist schon rückläufig im Vergleich von 8 Jahren zu den letzten 5 Jahren, das ist dann die jährliche durchschnittliche Steigerungsrate, ist dann der Gewinn von ungefähr 8%. Ich mache es mal etwas größer, von 8%. Typisch, jetzt kam der Browser natürlich nicht mit. Moment. So. Alles High Science, was wir hier machen. Wir bringen den Browser an den Rand seiner Kapazität. Sogar bei Google Chrome ist das so. Also, wir haben hier einen leichten Rückgang des bilanzierten Gewinnwachstums zu verzeichnen im Vergleich von 10 auf 5 Jahre. Liegt aber immerhin mal noch bei ungefähr 5% im Vergleich zu den letzten 5 Jahren. Beim operativen Cashflow ist es nochmal eine Nummer mehr. Wir werden darauf zu sprechen kommen, woran das liegt. Da haben wir jetzt nur noch einen Zuwachs im Jahresdurchschnitt von 3% auf die letzten 5 Jahre, während der Umsatz selbst, der ist relativ konstant mit knapp 8% im Jahr Wachstum. Also rein von den Kennzahlen her, was die Profitabilität angeht, ist SAP ein gutes Unternehmen, ein wachsendes, stark wachsendes, also ein wachsendes Unternehmen, aber das Wachstum an sich, das ist moderat und tendenziell abnehmend. Im Vergleich jedenfalls von 10 auf 5 Jahre. Kennzahlen sind das eine, Bilder sind das andere. Und deshalb schauen wir uns mal jetzt die Vollanalyse an. Und ändern hier mal das Layout. Hier im ersten Chart sehen wir ja die Gewinne und die Cashflows. Können wir auch den freien Cashflow einblenden. Was wir natürlich hier sehen, ist, dass SAP ein schönes Wachstumsunternehmen ist in der Langfristperspektive. Das heißt, die Gewinne und die Cashflows, die steigen. Das ist ja die Historie und hier sind die Schätzungen. Und die Dividenden, die steigen ebenfalls. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes, wie ich finde. Wir haben hier in 2008 die Finanzkrise gehabt. Da waren die Gewinne stagnierend über 2, 3 Jahre, wenn die Cashflows dennoch leicht gestiegen sind oder ganz normal gestiegen sind.
Die Dividenden hingegen wurden konstant gehalten. Die waren in 2007 noch 46 Cent, dann in 2018 sind noch gestiegen, in 2009 und in 2010 allerdings nicht mehr. Das heißt, wir hatten 3 Jahre mit gleichen Dividenden, beziehungsweise 2 Jahre ohne Dividendensteigerung, obwohl insbesondere laut dem Free Cashflow ja deutlich, deutlich mehr drin gewesen wäre. Und woher kommt das? Das kommt durch die Dividendenpolitik von SAP. Die war damals so, dass man gesagt hat, man möchte ungefähr 35% des bilanzierten Gewinns ausschütten. Und da der Gewinn nicht gestiegen ist, hat man dann einfach die Dividende konstant gehalten. Das ist Dividendenpolitik. Und eine solche Dividendenpolitik, die sieht man insbesondere in den USA nicht so häufig. Da machen wir jetzt nämlich mal einen kleinen Ausflug, würde ich vorschlagen. Dafür muss ich leider nochmal hier rausgehen. Wenn wir in den Dividendenkalender gucken. Nein, Dividendenaristokraten, Entschuldigung. Dann wissen wir ja, Dividendenaristokrat, 25 Jahre Dividendensteigerung am Stück, Minimum. Die meisten Dividendenaristokraten sind in den USA beheimatet. Und die Dividendenpolitik in den USA ist eine ganz andere und die ist nicht so wie bei SAP beispielsweise, sondern da wird meist gesteigert, solange es halt irgendwie geht. Und das sieht man ganz schön, wenn man hier einfach mal sortiert nach der Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow. Wir haben hier jetzt 100 Dividendenaristokraten. Ich weiß nicht, ob das die größte Liste ist im Internet. Auf jeden Fall ist es so ziemlich die einzige Liste im Internet, die aktuell ist. Wenn wir jetzt auf die Ausschüttungsquote sortieren und dann absteigen gleich. Hier fehlen einige Free Cashflow-Angaben. Das hat damit zu tun, dass die Daten ganz neu sind. Die haben gerade eben erst diese Unternehmen hier ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und das sind dann die Preliminary Results, so heißt das. Und da fehlt auch der Free Cashflow. In ein paar Jahr, paar Tagen ist der dann auch da. Wenn wir jetzt absteigend sortieren, sehen wir jedenfalls Dividendenaristokraten, die alle mehr ausschütten, als sie eigentlich einnehmen können. Sieht man hier, die Ausschüttungsquoten sind ja sehr hoch. Und wenn sie hier bei 100 liegen, dann heißt es, dass der Free Cashflow negativ ist. Kann man eigentlich überhaupt nicht ausrechnen, die Ausschüttungsquote. Dann habe ich einfach fest eine 100 reingeschrieben, damit man das wenigstens sieht, dass die Ausschüttungsquote problematisch ist. Und bis hier quasi ist die Ausschüttungsquote, ist die Dividende nicht gedeckt. Und ich hatte gestern gezählt, da waren es 20 Dividendenaristokraten von 100, also jeder fünfte Dividendenaristokrat hat quasi die Dividende erhöht, obwohl er sich es eigentlich nicht leisten kann. Und die Werte sind jetzt auch nicht gerade klein. Und SAP hat, wie gesagt, die Bilanzpolitik gehabt, bis 35% auszuschütten, jetzt nicht auf den Free Cashflow bezogen, sondern auf den bilanzierten Gewinn. Ist nachvollziehbarer für den durchschnittlichen Aktionär, würde ich mal sagen. Und das sehen wir mal, die meisten Dividendenaristokraten hier, wenn man vom Scrollbar mal nimmt, einfach zum Abschätzen. Die meisten Dividendenaristokraten schütten deutlich, deutlich mehr aus. Und SAP, wie gesagt, hat da schon die Bremse gezogen. Jetzt müssen wir wieder in den Aktienfinder zurückgehen. Und dann auch wieder die SAP-Aktie uns aussuchen. Und dann wieder in die Vollanalyse. Und da sind wir wieder. So. SAP hat übrigens seine Dividendenpolitik geändert. Ist nach wie vor am bilanzierten Gewinn orientiert, aber man hat die Deckelung von 35% auf 40% des bilanzierten Gewinns angehoben. Allgemein. Nochmal der Hinweis, das ist aus meiner Sicht Nebenkriegsschauplatz, ob die Dividende jetzt angehoben wird um 5 Cent oder ob sie konstant bleibt. Das entscheidet nicht, ob das langfristige Investment erfolgreich ist oder nicht. Das sind so ja, Nebelkerzen, sage ich mal. Und da muss man halt auch dann, um das Thema Dividendenaristokraten abzuschließen. Es ist auf jeden Fall ein positiver Indikator, wenn ein Dividendenaristokrat bzw. ein Unternehmen über eine so lange Zeit die Dividende anheben konnte. Ist auch ein Zeichen von Stärke. Aber es ist eben halt nur ein Indikator. Und ein Indikator für was? Für ein erfolgreiches Investment bzw. für steigende Gewinne. Aber warum sollte man sich mit einem Indikator zufrieden geben, sprich mit Dividenden, wenn man doch direkt die Gewinne und Cashflows
sich anschauen kann, um sich daran zu orientieren. So, das war dann die Message gewesen. Wir sehen hier also die steigenden Gewinne, steigenden Cashflows und dann haben wir hier das nächste. Das ist die Entwicklung von Umsatz und Margen. Wir sehen auch also schön steigende Umsätze und wo wir jetzt etwas sehen, was interessant ist und was den einen oder anderen stutzig machen könnte. Mich hat es auf jeden Fall stutzig gemacht. Das sind die sinkenden Margen. Die Margen hatten einen Höhepunkt in 2011, dann sind sie ein bisschen runter und dann sind sie von einigen Jahren wieder konstant geblieben, 2012 bis 2014, um dann wieder erneut zu sinken. In 2014 waren sie dann noch bei 27% und dann sind sie gesunken auf heute 22%, also um rund 5%. Und das ist schon eine Hausnummer. Man mag meinen, es ist wenig, aber auf 1 Milliarde Umsatz 5% sind 50 Millionen. Und wir haben hier nicht 1 Milliarde Umsatz, wir haben momentan 24 Milliarden Umsatz. Also 50 Millionen mal 24 mal 10 werden 500 mal 20 sind 1 Milliarde. Also 1 Milliarde 200 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kostet jetzt diese sinkende operative Marge. Ja? Und das ist natürlich auch eine Hausnummer. Und, die Analysten sagen, die Marge soll wieder steigen, aber die Frage ist, warum ist sie denn gesunken? Und dann kann man auch selbst einschätzen, ob man glaubt, dass die Marge wieder steigen wird oder nicht. Und da habe ich dann entsprechend auch geschaut. Und was man versucht rauszubekommen, beziehungsweise was ich versucht habe rauszubekommen, das waren eben die Gründe, weil es kann ja unterschiedliche Gründe geben für eine sinkende Marge. Starker Wettbewerbsdruck wäre einer. Anderes Problem könnte natürlich sein, höhere Kosten, höhere operative Kosten. Und muss man einfach mal schauen, woran es liegt. Wie gesagt, habe ich getan und dann habe ich diesen netten Artikel hier gefunden. Der ist von 2015 und da sagt SAP selbst, dass ihre Margen über Jahre hinweg niedriger werden und gibt hier auch gleich die Begründung wegen der Umstellung auf die Cloud. Das heißt, SAP hat traditionell, also verkauft ja Software und macht dann noch natürlich die Softwareberatung, dass die Berater dann in den Unternehmen sind, um die SAP Software einzuführen und anzupassen und die Mitarbeiter zu schulen. Und hier geht es jetzt konkret um den Verkauf. Das heißt, man verkauft jetzt immer weniger Software beziehungsweise diese Software-Lizenzen, sondern man möchte jetzt dahin gehen, so eine Art Abo-Modell zu verkaufen und das Ganze in der sogenannten Cloud. Hat einen gewissen Vorteil, hat eine höhere Planungssicherheit. Warum? Das kann man sich so vorstellen, wenn man ein Kunde ist und man bekommt im Prinzip nur in Anführungszeichen die Software mit ein paar SAP-Beratern dazu, aber die darf man nicht behalten. Also man bekommt die Software, dann installiert man die auf seinen eigenen Maschinen, die dann von den eigenen Administratoren gewartet werden. Und wenn es in die Cloud geht, dann ist noch mehr an der Wertschöpfung ausgelagert, und zwar hin zu SAP. Nämlich dann ist die ganze Hardware und diese Serveradministration und auch alles, was der ganze Rattenschwanz, der damit zu tun hat, ist dann bei SAP. Und das führt dazu, dass natürlich ein höherer Teil der Wertschöpfung bei SAP liegt, zum einen, und zum anderen aber auch, dass die Kunden es noch schwerer haben, als es vorher schon hatten, wieder zu wechseln. Zu sagen, wir gehen jetzt einfach woanders hin, weil jetzt haben sie ja nicht mehr mal mehr die Hardware, um das Ganze zu machen. Vielleicht haben sie auch keine Serveradministratoren mehr, um die diese ganzen Kompetenz oder diesen Wertschöpfungsteil wieder zurückzuholen. Jedenfalls ist es allgemein so, oder ist es deshalb so, dass man sagen kann, dass diese Cloud-Umsätze sicherer sind. Aber man muss halt umstellen. Das heißt, SAP muss aufrüsten, SAP musste die ganzen Rechenzentren aufbauen für diese Cloud, die Produkte entsprechend anpassen, dann auch natürlich das Personal einstellen, alles, was damit eben zu tun hat. Das ist übrigens nicht nur ein Thema bei SAP.
im letzten Quartalsbericht von Alibaba in China, weit, weit weg, da war das Gleiche. Also Cloud wächst unheimlich schnell, aber die Investitionen in die Cloud fressen halt erstmal an den Margen beziehungsweise auch am bilanzierten Gewinn. Und bei SAP ist es eben nicht anders. Aus meiner Sicht absolut positiv. Das ist eine gute Erklärung, warum die Margen gesunken sind. Und es war auch eine, oder es ist auch eine geplante zwischenzeitliche, es ist eine Investition gewesen und es war geplant, dass die Margen einfach sinken. Und im letzten Quartalsbericht sind sie auch wieder leicht gestiegen. Also SAP scheint dahingehend dann auf einem guten Weg zu sein. Könnt vielleicht noch sagen, dass die Bilanzierung etwas anders ist beim Cloud-Geschäft im Gegensatz zu dem Softwareverkauf. Nämlich beim Softwareverkauf, da wird sehr viel sofort bilanziert. Also wenn man die Software direkt verkauft, dann kommt das meiste direkt gewinnwirksam rein und auch der entsprechende Cashflow. Und bei Cloud, dann nimmt man das Cloud-Subscriptions, also Abos, da werden die Umsätze nicht sofort verbucht und die Gewinne entsprechend auch nicht. Das ist dann, wie gesagt, ein Abo-Modell und das kommt dann halt immer scheibchenweise rein, aber dafür sicherer als langfristig sicherer, als wenn man in Anführungszeichen nur die Software verkauft. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir wieder zurück. Das wäre jetzt quasi Umsatz und sinkende Margen gewesen. Also sinkende Margen bereiten mir jetzt kein Kopfzerbrechen und ich bin auch optimistisch gestimmt, dass sie dann auch wieder ansteigen werden. Insofern ist dann auch wir mit den steigenden Gewinnen und Cashflows hier halte ich die auch für nicht unrealistisch. Dann gucken wir uns nochmal die oder gucken uns die Verschuldung an. Ich habe den Chart extra so eingestellt, dass wir zunächst nur die Schulden sehen. Und da sehen wir, dass die Schulden relativ lang konstant waren. Die lagen irgendwo bei 3,9 Milliarden Euro. Relativ lange Zeit. Und dann plötzlich sind sie gestiegen. Gab es hier eine große Steigerung und dann hier eine große Steigerung. Wenn man das jetzt einfach nur so nackt sieht, die Zahlen ohne jeden Zusammenhang, dann könnte man beunruhigt sein. Ist es Grund zur Beunruhigung? Dann gucken wir uns erstmal an, was den Schulden gegenübersteht an Vermögen. Das wäre zum einen das langfristige Anlagevermögen und auch ein Teil vom Umlaufvermögen ist hier drin. Das sieht man dann schon, was positiv ist, dass das Vermögen ja auch mitwächst mit den Schulden. Wir sehen aber auch, dass dieser Teil des Vermögens aus der Bilanz vorher die Schulden überstiegen hat. Und jetzt sind die Schulden höher als das langfristige Anlagevermögen sowie ein bisschen vom Umlaufvermögen. Machen wir mal jetzt noch den Cash dazu hier. Da sehen wir dann, dass wir hier schon die Schulden übersteigen, wenn man auch nur den Cash mit also mitnimmt. Dann gibt es auch noch ein paar Treasury Stocks hier. Sind ja ganz neu reingekommen in den Aktienfinder. Sieht man ja jetzt auch. Aktiviere ich ja ebenfalls. Kann man sich nochmal das Video anschauen, wenn man wissen will, warum ich das tue. Und jetzt kommt es jetzt noch interessanter. Jetzt kommt der Goodwill. Das heißt, der entsteht dann, wenn SAP Zukäufe getätigt hat. Also andere Unternehmen übernommen hat, aufgekauft hat. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Und da sieht man dann eben, dass hier als quasi nicht viel gegangen ist. Das war organisches Wachstum, würde ich mal behaupten, beziehungsweise da ist kein Goodwill erzielt worden, also verbucht worden. Man hat also kein Unternehmen übernommen über diesen bilanziellen Wert hinaus. Das ist ja Goodwill. Und dann hier kam zum ersten Mal großer Goodwill, hier kam zum ersten Mal überhaupt Goodwill. Und dann hier nochmal ein Sprung im Goodwill. Und diese Sprünge im Goodwill, die korrelieren meistens mit der Verschuldung. Das heißt, was hat SAP gemacht? Die haben mal Fremdkapital aufgenommen, um die Übernahme zu stemmen. Jedenfalls interpretiere ich das so. Ist aber jetzt, Goodwill ist zwar natürlich, ist zwar hoch. Wenn ich jetzt mal schätzen sollte, hier würde ich sagen, der macht über 50% der Bilanzsumme aus. Ich habe mich nicht explizit damit beschäftigt, ob der Goodwill seriös erscheint. Da bin ich jetzt einfach mal gutgläubig und gehe davon aus, dass SAP weiß, was sie tun. Also dann noch die
Tilgungskraft mal reinmachen. Das heißt, was SAP denn so verdient im Jahr. Das ist die Summe, mit der SAP theoretisch seine Schulden tilgen könnte. Das heißt, Free Cashflow nach Investitionen und dann auch nochmal die Dividende von abgezogen, weil die steht ja nicht mehr dem Unternehmen zur Verfügung. Und das sehen wir hier in den letzten 12 Monaten, dass SAP 1,5 Milliarden quasi über hatte im Vergleich zu Schulden von 18,5 Milliarden. Und im Screener steht dann, wie viel Jahre es dauern würde, theoretisch, bis auf diesen Zahlen basierend, wie schnell auf diesen Zahlen basierend SAP seine Schulden tilgen könnte. Ist also in Ordnung. Wir haben einen starken positiven Free Cashflow und entsprechend, da die Dividendenpolitik ja relativ konservativ ist, noch eine hohe Tilgungskraft und die Schuldenquote entsprechend. Die ist nicht besorgniserregend. Die war in 2000, lag die bei 55% und jetzt liegt sie bei unter 40%. Ja? Obwohl es das eigentlich besser aussieht als das hier, so rein optisch betrachtet. Ja, das wäre die Geschichte. Also die Verschuldung ist durchaus im Rahmen aus meiner Sicht nicht besorgniserregend. Wenn man hier irgendwas Ungemach vermuten könnte, dann wäre es im Goodwill. Da könnte man dann noch vielleicht nochmal nachschauen, wenn man wollte. Hier sehen wir im Prinzip nur, dass SAP historisch betrachtet ein gutes Investment gewesen ist, dass es natürlich immer schlechte Zeiten gibt. Dotcom-Bubble ist hier geplatzt, 2.1, 2.2, hier war. Und dann haben wir hier natürlich die Finanzkrise. Da musste man als Aktionär auch mal mit einer negativen Jahresrendite leben und hier in 2014 haben wir auch ein bisschen was verloren. Aber dann in den letzten 4 Jahren haben wir wieder schön mit SAP verdienen können an Kursgewinnen und Dividenden ja auch. Apropos Dividende, wie viel Dividende gibt es denn momentan? Dividendenrendite liegt bei 1,5%. Und wir sehen auch allein schon hier vom Optischen, dass es irgendwo im Mittel liegt. Man hat für SAP nie extrem viel Dividende bekommen. Wenn man Glück hatte, konnte man mal mit etwas über 2% einsteigen. War aber relativ selten. Hier in 2015 war das mal und dann hier während der Finanzkrise konnte man auch ein bisschen höher einsteigen. Jetzt, wie gesagt, 1,5% und die steigt natürlich auch die Dividende hier auf den Analystenschätzungen basierend. Das wäre dann die persönliche Dividendenrendite, wenn man jetzt kaufen würde. Dann wäre die zum Jahresende bei 1,55, würde man ja länger warten, 1,7 und dann ungefähr 1,9% und so weiter. Gehen wir zum fairen Wert bzw. zur Bewertung. Das heißt, wir haben jetzt quasi gesehen, dass SAP eine Wachstumsaktie ist. Wir haben die Margen untersucht, die waren meines Erachtens, also die sind zwar gesunken, aber wir haben gesehen, dass es geplant ist und dass es quasi eine Zukunftsinvestition ist mit dem Übergang von Softwarelizenzen in die Cloud. Das war meines Erachtens alles in Ordnung. Verschuldung für mich nicht besorgniserregend. Dividende im historischen Mittel und jetzt die Bewertung. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sehen wir, dass SAP momentan, weil das Geschäftsjahr ja bald endet, gehe ich jetzt auf den 31.12.2018. SAP ist zwar schon runtergekommen, die waren jetzt Spitze knapp 108 Euro, jetzt sind sie bei 93 Euro, also ungefähr Pi mal Daumen, 15 Euro weniger, sind aber nach wie vor kein Schnäppchen, das heißt, die sind nicht unterbewertet. Ich habe also Fair Values basierend auf Cashflow und Gewinn zwischen 76 und knapp 85 Euro, das heißt, die Aktie ist überbewertet. Bezüglich Dividende, da haben wir ja schon oben gesagt, dass wir jetzt ungefähr im Mittel sind und es spiegelt sich auch im fairen Wert wieder. Da ist die Aktie dann fair bewertet. Das wären dann 94 Euro beim Kurs zu 93 Euro. Interessant natürlich dann immer bei Wachstumswerten oder das Gute, warum man in solche Werte investieren sollte, wenn man langfristig unterwegs ist, weil ja die Gewinne und Cashflows, Dividenden steigen, wird natürlich dann auch die Aktie mehr wert. Das heißt, im nächsten Jahr hätten wir so ziemlich genau den fairen Wert erreicht, basierend auf Gewinn und operativen Cashflow. Ziemliche Punktlandung und da die Dividende weiter steigt, hätten wir dann auf Dividendensicht eine Unterbewertung und noch ein Jahr drauf sind wir dann
bei allen Cash bezüglich aller Fair Values dann bei der Unterbewertung angekommen. Deshalb auch der Titel, ob SAP eine sichere Wette ist. Sicher ist natürlich nie was, aber also von den Wahrscheinlichkeiten scheint es schon eine Wette zu sein mit Aussicht auf Erfolg, wenn ich das mal so sagen darf. Das wären jetzt die fundamentalen Dinge, so wie ich die sehe. Und wir können dann noch hingehen und uns die Charttechnik anschauen. Ist ja immer lustig, was man da so rauslesen kann. Wir sind jetzt hier schon bei SAP. Wir haben die gleitenden Durchschnitte drin. Die fette Linie ist die 200, ist der 200er Durchschnitt. Das heißt, es bildet rollierend 200 Wochen ab, 50 Wochen und die 21 Wochen. Und die sind beide gebrochen. Und wir haben jetzt hier noch die 200er Linie, die ist noch relativ weit weg, weil SAP eben relativ lange gestiegen ist. Spielt also noch keine Rolle, weil die noch zu weit weg ist, würde ich sagen. Hier sehen wir den Kursverlust. Und wenn es nach unten geht und der Trend ist, und da geht ja nach unten, dann wäre es mal ganz nett, wenn wir Widerstände, also Supporte, also Unterstützung suchen, nicht Widerstände. Deshalb machen wir mal gleich die grüne Farbe hier. Und das habe ich schon. Und da bietet sich dann hier sowas an, hier mal irgendwo eine Linie zu ziehen. Hopp. Na, ich muss da noch einen Moment. Das ist ja ein bisschen nur künstlerisch verkünsteln, ne? Ist auch nicht ganz gerade, ja, also so ungefähr, ja. Also hier würde ich sagen, haben wir einen Widerstand, eine Unterstützung, Entschuldigung. So ein bisschen. So, hier hätten wir eine und man sieht, dass die 200 Wochenlinie spielt, gleitende Durchschnitt spielt doch eine Rolle, weil da kommt hier eine relativ nah ran dann an diese Unterstützung. Dann hätten wir hier wieder eine relativ starke Unterstützung bei ja, 81, 82 Euro rum. Das heißt, da könnte dann der Kurs wieder abprallen, wenn es so weit tatsächlich nach unten gehen sollte. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Hier könnte man mal natürlich noch mal was einziehen. Wird dann noch dadurch gestärkt, dass wir zweimal hier quasi aufgelegt haben, als der Kurs nach unten ging und dann ging er wieder nach oben. Ja, das könnte man auch einzeichnen. Ja, so ungefähr, ja. Haben wir hier also noch mal eine Unterstützung bei 85. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Tageschart rein. Und da können wir jetzt mal diesen Trendkanal einzeichnen. Den mache ich auch gleich rot. Also, ja. Also ich will keinen Preis kriegen für die Charttechnik, einfach nur so ungefähr zeigen, ja, wie das so aussehen könnte. Und dann hier haben wir jetzt sozusagen hier unseren Trendkanal, der nach unten geht. Wir haben hier die Supportzone, das heißt, da ist erstmal noch Luft nach unten, ja. Wir sind ja momentan hier bei 93 Euro und erst bei 86 sehe ich wirklich irgendwas, von dem ich hoffe, dass es auch andere sehen würden. Weil es ja jetzt nach unten geht, also hier war ja der Tiefpunkt erreicht, ist ja immer so, also Abwärtstrend haben wir, haben hier das letzte Hoch, dann haben wir hier ein tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, jetzt geht es wieder nach oben, jetzt kann man jetzt mit diesem super Fibonacci-Retracement mal gucken, wo war das, ob wir eine Idee kriegen, wie hoch das geht. Ja, man sieht, ich mache das jetzt nicht so oft. Hier. Moment. Hoch, tief. Von hier würde ich sagen. Von hier nach da. Und dann. Also ich sehe da nicht wirklich was Eindeutiges. Wir haben jetzt hier die 200-Tage-Linie nochmal. Die ist jetzt ein Widerstand, aber die liegt auch nicht in einer von diesen
Fibonacci, wie sagt man das? Fibonacci-Zonen drin hat oder bei diesen Übergängen. Insofern, wenn man was unbedingt was einzeichnen will, dann könnte man es vielleicht hier machen. Was man noch einzeichnen kann, das wäre das hier. Und das wäre noch ein Widerstand. So. Hier. Ja, das könnte man tatsächlich noch deuten als ein Widerstand. Das heißt, wir haben hier die 200, die gleitende 200-Tageslinie und wir haben hier noch, damals war das eine Supportzone, jetzt ist es eine Widerstandszone, und weil es weiter Kurs unten ist. Und jetzt könnte es sein, theoretisch, das liegt da hier nah, doch relativ nah an dem Fibonacci-Retracement, dass wir hier einen Widerstand haben bei 84 ungefähr, 85, und danach kommt kurz dann rauf, kommt noch die 200-Tageslinie. Das könnte dann was sein, da, woran der Kurs zu knabbern hat. Sollte es so sein, um das Ganze abzuschließen, dann haben wir hier also eine relativ starke Widerstandszone. Hier hätten wir eine Supportzone. Das heißt, der Kurs müsste sich dann halt irgendwann entscheiden, in welche Richtung es geht. Das heißt, entweder bricht er dann irgendwann, wenn er hier nach oben ausbricht, dann wäre das bullisch zu sehen. Das heißt, dann könnte man in der Theorie, so wie ich es verstanden habe, davon ausgehen, dass die Kurse noch weiter steigen, beziehungsweise es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dann, dass die Kurse weiter steigen könnten. Und wenn das hier gebrochen wird, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs noch weiter nach unten geht. Das wäre jetzt quasi das charttechnische Bild, so wie ich sehe. Wenn ein guter Charttechniker das Video sehen sollte und nicht der Meinung ist, dann würde ich darum bitten, dass er mich korrigiert. So. Ich glaube, das habe ich jetzt aber zu Genüge ausgereizt hier mit der Charttechnik. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt das Fazit. Ich halte SAP für eine sehr, sehr gute Aktie. Das ist jetzt keine Aktie wie jetzt Alibaba, die mit horrend hohen Wachstumsraten um sich werfen kann. Aber es ist eine Aktie, die ist sehr, sehr solide und die sind sehr, sehr gut aufgestellt bei der Unternehmenssoftware. Und sie wissen, was sie tun. Sie haben im Voraus schon angekündigt, dass die Margen sinken werden. Das ist was, das halte ich für, finde ich sehr positiv, auch von der Kommunikation her. Und ich bin auch in SAP investiert, schon seit einigen Jahren, habe es bisher nicht bereut und wünsche jedem Glück, der auch seine Investments mit SAP dann machen möchte. Anlageempfehlung ist es aber nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.